Ich spiele nach 100 Tagen das erste Mal wieder Stumble Guys. Und ich kann euch sagen, Leute, es ist wirklich viel zu krass geworden. Wenn ihr da draußen auch wissen wollt, was passiert, wenn man so lange kein Stumble Guys spielt, schaut das Video einfach bis zum Ende, gebt dem Ganzen einen Daumen nach oben und schreibt in die Kommentare, ob ihr wieder Bock auf mehr Stumble Guys habt. Und ansonsten würde ich sagen, jetzt ganz viel Spaß mit dem Video. So, Freunde, es ist soweit und ich muss euch ehrlich sagen, ich hätte selber nicht erwartet, dass es nochmal dazu kommen wird. Aber ihr alle könnt es sehen, denn ich befinde mich tatsächlich seit langem wieder mal in Stumble Guys. Und ich meine, es gibt auch unter jedem meiner Videos immer etliche Kommentare, dass ich doch mal bitte wieder Stumble Guys spielen soll. Und ja, Leute, heute ist es soweit, denn ich spiele nach etwa 100 Tagen das erste Mal wieder Stumble Guys und es hat sich wirklich, wirklich so viel im Spiel getan. Ich sehe auch, wir haben ein komplett neues Pac-Man-Update. Ja, deswegen, Leute, ich würde sagen, wir schauen uns jetzt gemeinsam einfach mal das neue Stumble Guys Update an und auch allgemein alle neuen Sachen, weil ich nehme mal an, ich habe wahrscheinlich extremst viel hier verpasst. Es gibt einen komplett neuen Pac-Man-Stumble-Pass. Ich gucke hier auch mal ganz kurz direkt durch, Leute. Oh mein Gott, ey, ich muss euch sagen, ich bin extremst aufgeregt und freue mich auch extremst auf das heutige Video. Deswegen, Leute, wenn ihr auch Bock darauf habt, lasst einen dicken Daumen nach oben da, vergesst nicht zu abonnieren und schaut das Video unbedingt bis zum Ende. Und was ist das denn? Es gibt hier richtig krasse neue Special Skins. Es gibt richtig krasse neue Special Emotes. Digga, ich komme gerade nicht auf mein Leben klar. Was hat sich hier in 100 Tagen verändert? Das gibt's nicht. Okay, ich gucke auch mal ganz kurz hier noch durch, Leute. Wir werden natürlich gleich alles durchkaufen. Ich habe auch schon ein paar Champs aufgeladen. Aber ich will mal ganz kurz gucken. Ich habe nämlich auch gesehen, der Spind hat sich ein bisschen verändert. Wir haben irgendwie so eine komische Empfohlen-Funktion. Die sind, glaube ich, jetzt nur Skins, die ich noch nicht freigeschalten habe, oder? Also, Leute, wenn ich jetzt hier nicht ganz durchblicke, dann seid mir auf jeden Fall nicht böse, ne? Ich spiele wirklich seit 100 Tagen das erste Mal wieder. Aber, Bro, was? Digga, was sind das denn für krasse Skins? Holy shit, was? Ey, Leute, es ist viel zu heftig. Was ist hier passiert? Oh mein Gott, ich bin extremst aufgeregt. Wir werden gleich alles durchkaufen, ne? Ich gucke auch direkt mal hier in den Shop rein. Gibt es hier irgendwas Neues, Digga? Es gibt einfach drei neue Glücksräder. Holy moly. Okay, Leute. Ich denke, wir haben genug gelabert. Wir müssen direkt mal hier an einem neuen Glücksrad drehen. Das Nimbus-Rad. Hier gibt es den Nimbus-Special-Skin. Ey, Leute, ich würde sagen, nach 100 Tagen drehen wir hier direkt wieder mal am Glücksrad. In 3, 2, 1 und let's go! Oh mein Gott! Ey, ich bin so aufgeregt gerade. Holy shit, denkt ihr, wir werden in 10 Spins direkt einen neuen Special Skin ziehen? Das wäre auf jeden Fall unnormal krass. Deswegen lasst den Daumen nach oben da! Oh mein Gott, ey, das war close. Aber wir haben direkt einen neuen Skin bekommen tatsächlich. Diesen Nimbus Captain oder wie er hieß. Oder diese Katze da. Okay, Duplikat. Es sind also anscheinend auch noch normale Skins im Glücksrad. Jetzt nicht nur neue. Aber es wäre auf jeden Fall nice, wenn wir den neuen Special Skin ziehen würden. Okay, okay. Was haben wir da? Auch ein Duplikat. Ey, komm schon, Leute. Hier, nach 100 Tagen will ich wenigstens ein bisschen Glück haben. Oh, okay, wir kriegen wieder ein Duplikat. Ich glaube, Stumble Guys bereut es nicht, dass ich hier zurückgekommen bin. Also, wenn nicht, dann sollten sie jetzt wieder meinen Special Skin hier rausrücken. Aber es sieht ehrlich gesagt gerade nicht gut aus. Okay, Leute. Also, ich werde auf jeden Fall das Video heute nicht beenden, ne? Bevor ich nicht diesen Special Skin habe. Ich brauche ihn. Ich zock nach 100 Tagen das erste Mal wieder Stumble Guys. Da will ich auch wenigstens einen neuen Skin oder irgendwas haben. Aber, ja, wir kriegen Metal Alien. Hat mir noch gefehlt. Wir haben trotzdem drei neue Skins bekommen, was gar nicht so schlecht ist. Aber okay, Leute, das war ja auch erstmal nur ganz kurz zum Reinkommen, um hier mal ein bisschen wieder das Feeling zu bekommen, an dem Glücksrad zu drehen. Aber okay, das heißt, dieses Glücksrad werden wir auf jeden Fall heute noch im Laufe des Videos voll machen. Aber ich will einfach auch, damit ihr hier ein bisschen Spaß habt, will ich einfach direkt mal alles ein bisschen durchtesten. Weil wir haben auch hier direkt das neue Retro-Rad. Ich weiß nicht, wie lange das schon drin ist, aber für mich ist es auf jeden Fall neu. Und genau deshalb werden wir auch jetzt an diesem Glücksrad drehen. Kostet 550 Gems für 10 Spins. Ist also eigentlich gar nicht so teuer, muss ich jetzt ehrlich sagen. Also da gab es auf jeden Fall schon teurere Glücksräder. Aber okay, wir gucken mal, ob wir jetzt hier auch schon direkt einen neuen Skin bekommen. Hier gibt es ja, glaube ich, sogar direkt zwei neue oder vielleicht sogar drei. Und wir haben direkt den Flopstar-Skin bekommen. Das ist irgendwie so eine Stumble Guys-Speicherkarte, ne?
Sehr, sehr nice. Ey, hier gibt's ja richtig viele neue Skins, ne? Auch mythische habe ich gerade gesehen. Oh mein Gott. Ey, Leute, es wird so, so nice. Wir werden auch gleich mal gucken, ob es auch neue Maps gibt, die ich eventuell zocken kann. Das ist auf jeden Fall auch richtig nice. Aber egal, komm, wir gucken jetzt hier. Oh nein, habe ich schon. Hab ich doch nicht? LOL. Ich dachte, ich hab den schon. Wir haben gerade den ersten Smash-Skin gezogen, Leute. Zumindest im heutigen Video. Sehr nice, okay. Ich glaube, ich habe den in der Beta damals gezogen. Aber auch Road Brawler, oder wie er hieß, ist auch ein neuer Skin. Legendär haben wir direkt freigeschalten. Und komm, ey, ich baue noch diesen mythischen Skin. Das wäre auch übertrieben nice. Okay, ich würde sagen, wir gucken mal, was uns erwartet. Ich hätte auf jeden Fall gern noch mindestens... Oh, ein Special Skin. Ah! Okay, mythisch ist auch okay. A-Track Player. Wir haben also 1, 2, 3, 4 neue Skins bekommen. Das ist gut, Leute. Das ist sehr, sehr gut. Ansonsten gibt es hier gerade noch irgendwas. Ja, natürlich, Leute. Warum habe ich das noch nicht eher gemacht? Wir müssen uns den Stumble Pass noch kaufen. So, bin ich komplett doof hier, oder was? Den habe ich doch gar nicht gekauft. Ich habe auch nicht mehr so viele Gems, aber egal. Ich würde sagen, Leute, sollten wir noch mehrere Gems brauchen, dann laden wir natürlich ein paar neue auf. Aber ich würde sagen, wir müssen natürlich erstmal hier ganz kurz den Stumble... Warte mal, was? Oh mein Gott, ne, ich dachte gerade schon, man kann nicht durchchammen. Aber ich war einfach nur zu weit rechts, okay. Ich hatte gerade schon Angst, dass ich hier alles erspielen muss, wie man sie auch eigentlich macht. Aber Leute, hier fürs Video müssen wir natürlich alles durchkaufen. Weil ich will euch natürlich auch hier den neuen Special Emote direkt zeigen. Weil ich glaube, der Stumble Pass ist relativ neu. Und deswegen würde ich sagen, kaufen wir kurz durch, damit ich euch alles zeigen kann. Ich würde sagen, wir sehen uns im Moment wieder. Bis gleich. So, okay, die letzten zwei Stufen und da ist der Pac-Man Stumble Pass auch direkt durchgekauft. Wir sammeln direkt den Pop-Top Special Skin ein, Leute. Oh mein Gott, was ein nicer Skin, rüsten wir auch direkt aus. Und jetzt hier den neuen Power Pellet Special Emote. Ich habe absolut keine Ahnung, was er kann, aber er sieht nice aus. Es ist auf jeden Fall irgendeine komplett neue Special-Fähigkeit. Rüsten wir auch direkt aus. Wir werden sie gleich austesten. Ich bin extremst gehypt. Aber ansonsten auch hier solche Skins. Inky, einfach so ein Geist, müssen wir einfach einsammeln, weil es einfach wirklich extremst nice ist. Ansonsten Pac-Man-Kirschen sammeln wir auch mal ein, weil ich habe gesehen, es gab ja auch ein Glücksrad direkt, wo man quasi nur mit diesen Kirschen drehen kann. Das heißt, wir sammeln direkt mal hier ein paar Kirschis ein. Den Rest hole ich mir einfach später dann ab, Leute. So, aber dass wir wenigstens ein bisschen noch an dem Glücksrad drehen können. Und natürlich Pac-Man. Habe ich fast vergessen. Das Wichtigste von allen. Auch ein neuer legendärer Skin sogar leider nur. Hätte auch eigentlich Special sein können. Aber würde ich sagen, sammeln wir einen. Sehr, sehr nice. Dann müssen wir den auch eigentlich direkt mal hier ausrüsten, Leute. Also das geht ja gar nicht hier. Wo ist er denn? Da ist er, Pac-Man. Oh mein Gott, da ist er, Leute. Hä? Sieht sehr, sehr nice aus. Aber jetzt direkt müssen wir mal schauen. Ich habe jetzt diese Kirschen, 900. Damit kann ich sogar 10-mal am Glücksrad drehen. Hier gibt es den Pac-Man Egghead Skin, den Blinky, den Pac-Fan. Sind 4 neue Skins. Ich würde sagen, wir versuchen unser Glück, Leute. Und hoffen mal... Ah, okay. Stopp. Das ist mit Splitter. Das könnte also sogar ein bisschen länger dauern. Aber wir gucken mal, ob wir eventuell innerhalb der ersten 10 Spins hier direkt einen neuen Skin freischalten können. Das wäre auf jeden Fall übertrieben nice. Drückt mir einfach die Daumen. Ich hätte schon Bock, dass wir hier mindestens direkt einen mythischen Skin, wird ein bisschen schwer, aber episch könnten wir voll machen. Der rote Blinky. Im Stumble Pass gerade war er blau. Hier der epische ist quasi jetzt rot. Also quasi nochmal die krassere Variante. Aber ich würde sagen, wir drehen einfach mal durch und gucken, was passiert. Ich meine, schiefgehen kann ja an sich nicht viel. Wir springen mal auch hier ein bisschen, Leute. Ey, ich bin so gehypt. 100 Tage. Ey, ich muss ehrlich sagen, Leute, ich bereue es gar nicht so krass. Weil einfach der Spaß, wenn man so ein Spiel richtig lang nicht spielt und es dann nach einer langen Zeit wieder spielt, der ist einfach so groß, der Spaß, ne? Vielleicht merkt man es auch ein bisschen, aber ich bin so gehypt, weil ich kann mir auch gut vorstellen, dass die nächsten Tage auch noch nice Updates kommen werden, weil ich meine, das ist ja sogar noch ein Stumble Pass, der 12 Tage lang geht. Das heißt, falls ihr da draußen Bock auf weitere Stumble Guys Videos habt, beziehungsweise Bock habt, dass ich wieder mehr Stumble Guys bringe, dann lasst jetzt einfach allen Daumen nach oben da und schreibt mir in die Kommentare rein. Dann gibt es hier auf jeden Fall die Tage noch ein weiteres Stumble Guys Video. Vielleicht auch noch ein cooles Opening die Tage mit Seville oder so, wenn ihr darauf Bock habt. Aber jetzt gucken wir hier. Komm schon! Ey, das dauert echt lange hier, ne? Okay, also ich merke schon, Leute, das Glücksrad ist auf jeden Fall eine etwas größere Herausforderung, wenn man hier wirklich alle Skins freischalten will.
Ey, ich muss das auf jeden Fall eigentlich noch machen, aber ich will trotzdem hier alles erstmal ein bisschen durchgucken, dass ich jetzt nicht hier direkt 20 Minuten nur am Glücksrad hänge. Aber was gibt's hier für nice Angebote noch? Holy moly. Ey, das müssen wir uns eigentlich auch direkt kaufen. Also hier zum Beispiel. Was ist das? Retro Special. Ist das ein Special Emote? Hä? Aber ich kann es nicht kaufen. Hä? Wartet mal. So, wartet, ich probiere es nochmal. Ich glaube, jetzt hat es funktioniert. Und, ah, das ist nur eine Animation. Ey, ich dachte schon kurz, das ist auch ein neuer Special Emote. Aber okay, wir haben den Groove Blaster und 4.500 Gems bekommen. Ist an sich gar nicht so schlecht für den Preis. Aber ansonsten, was ist das? Pac-Man Starter Bundle. 20 Euro, Leute, macht das nicht nach. Aber fürs Video müssen wir natürlich ein bisschen Geld ausgeben. Deswegen würde ich sagen, kaufen wir uns auch das Bundle direkt nochmal. Sogar ein Special Skin. Okay, muss ich ehrlich sagen, sieht jetzt gar nicht so krass nach einem Special Skin aus. Es kann sein, dass er animiert ist. Ich hoffe mal, es animiert. Wir gucken gleich mal. Aber vorher müssen wir uns noch, ich glaube, hab ich den schon, den Ninja? Ich weiß es nicht, Leute, aber ich kaufe es einfach nochmal, das Angebot. Ich meine, sonst würde es mir ja eigentlich nicht angezeigt werden, oder? Ich würde sagen, wir kaufen es einfach mal und... tatsächlich sogar kein Duplikat. Wichtig, haben wir sogar auch nochmal einen neuen Special Skin hier eingetütet. Sehr, sehr nice. Das heißt, wir gucken jetzt direkt mal hier in den Spind ganz kurz rein, wie der Skin so ausschaut. Das war ja ein Special Skin. Und er ist sogar animiert. Okay, hätte ich mir eigentlich denken können. Aber guckt euch das jetzt hier mal an. Das sind einfach so kleine Pac-Mans, die hier so rumlaufen. Das sieht schon nice aus. Oben Level 255, das ist schon sehr, sehr krass. Also ich muss sagen, die neuen Special Skins sind schon echt ein Kracher. Aber ist jetzt... Ah, hier sind jetzt die mythischen Skins. Das war hier eben aus dem Glücksrad. Und hier ist der neue, den wir eben gekauft haben, der Groove Blaster. Ey, der sieht auch echt witzig aus, muss ich sagen. Aber okay, ich glaube, Leute, was den Shop angeht, müssten wir eigentlich tatsächlich... sogar soweit alles durch haben. Also ich meine, hier sind jetzt noch ein paar Emotes. Das ist eigentlich ganz okay. Wir müssen halt auf jeden Fall das Glücksrad eigentlich noch voll machen. Ich will den Nimbus-Skin haben. Ich würde sagen, Leute, bevor wir gleich mal in eine Runde reingehen und den neuen Special-Emote austesten, müssen wir nochmal am Nimbus-Rad drehen. Ich will den Special-Skin haben. Es tut mir leid, aber ich kann hier nicht gehen, bevor ich den Nimbus-Special-Skin habe. Deswegen lass mal einen Daumen nach oben da, dass wir jetzt hier hoffentlich den Nimbus-Skin ziehen. Wäre echt cool, wenn ich den ziehe, weil... miau, miau. Seht ihr, neuer Skin, Leute. Das ist doch schon mal wenigstens etwas. Okay, klar, Special Skin wäre ein bisschen cooler, aber wir gucken. Ich bin mir ziemlich sicher, wir werden den noch ziehen. Wir müssen nur Geduld haben, Leute. Wir müssen einfach nur abwarten und Geduld haben. Ich trinke so lange hier einen Schluck Wasser. Ich hatte jetzt die Hoffnung, dass vielleicht währenddessen Special Skin kommt, aber es kommt keiner. Leute, wir müssen uns wohl anscheinend hier doch noch ein kleines bisschen gedulden. So einfach wird es dann anscheinend doch nicht für den Special Skin hier. Aber okay, ich habe Geduld, ich habe Zeit, ich kann warten. Okay, ja, die meinen das echt ernst. Egal, Leute, komm, wir drehen weiter. Wir drehen weiter, wir drehen hier so lange, bis wir den Nimbus Special Skin bekommen. So, hoffe ich mal. Oh mein Gott, Junge, das war so knapp, Alter. Hallo, ich will den Special Skin jetzt haben. Ey, das ist doch echt Käse, Digga. Bruder, warum ist der so selten? Warum ziehe ich den nicht? Ich habe jetzt schon wieder so viele Spins gemacht. Er kommt einfach nicht. Er will nicht kommen. Er will nicht. Ey. Ja, das Huhn habe ich schon 10 Mal jetzt gesehen. Danke für gar nichts. Junge, was ist denn das für ein Saftladen? Was ist denn das jetzt? Nur Duplikate. Hätte ich mir auch sparen können. Nee, ich drehe jetzt so lange, bis ich den Nimbus-Skin ziehe. Ist mir egal. Und wenn ich bis morgen hier sitze, ich zieh den heute noch. Wartet ab, Leute. Oh mein Gott, Digga. Hey, hallo. Hey, hallo, hallo. Ich will jetzt den Special Skin haben. Hallo. Weine ich jetzt. Ich muss doch zocken. Ich kann den ganzen Tag am Glücksrad hier drehen. Du musst jetzt mal langsam kommen. Ja, ach ja. Ey, das kann doch nicht sein, Alter. Hey, Junge. Oh. Digga, wollt ihr mich eigentlich verarschen? Was ist das denn? Der kommt einfach nicht. Ey, also langsam weiß ich nicht. Also langsam bin ich ein bisschen enttäuscht hier. Also so langsam weiß ich auch nicht mehr hier ganz. Also, ne? Also... Ja.
und wieder 10 Spins in die Tonne und ich drehe hier weiter und ich gebe hier jedes Mal 12 Euro aus. Und ich werde damit erst aufhören, wenn ich den Nimbus-Skin... wenn ich ihn habe. Und da ist es mir egal, wie oft Sammelgeist mich hier noch reinlegt und so tut, als würde ich ihn ziehen. Ich gehe erst, wenn ich ihn wirklich ziehe. Leute, bitte macht das nicht nach. Ihr seht, das Skin ist so schwer. Oh mein Gott, endlich, Digga. Let's go. Oh mein Gott, Digga, let's go. Let's go. Ey, Junge, es hat so lange gedauert, ne? Aber wir haben ihn endlich. So, ich skippe auch das Glücksrad jetzt hier direkt. Die können mich alle mal hier. Ey, hallo. Leute, ich würde sagen, wir gehen in den Spind. Und ich würde sagen, wir machen Trommelwirbel und. Da ist er. Let's go. Junge, er sieht so krass aus. Er ist auch so animiert mit diesem Blitzen, Digga. Holy moly, was? Okay, der Skin ist krass. Der ist unnormal krass. Hä? Digga, warum ist der so cool? Der hat so... zwei Animationen mäßig. Diese Wolken, so, die so ein bisschen so rumwirbeln da. Und dann noch diese Blitze. Digga, ey, Leute, muss ich ehrlich sagen, gefällt mir wirklich, wirklich sehr, 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 sehr gut, dieser Skin. Also wirklich, ich finde ihn sehr, sehr, sehr nice. Schreibt mal eure Meinung zu dem Skin in die Kommentare. Jetzt können wir auch beruhigt hier in den Spind gehen, zu den Emotes. Und dann können wir... Force Field? Leute, ist das ein Schutzschild? Haben wir schon direkt ausgerüstet, den neuen Special Emote hier? Lol, guck mal, das ist so... Was ist das? Lol. So ein Schutzschild. Wir machen den mal rein. Dann machen wir mal als zweites durch hier Kick-Emote rein, machen wir noch. Fun-Wende machen wir noch rein. Und Ball-Emote natürlich hier rein machen. Und dann würde ich sagen, gucken wir einfach mal, ne? Natürlich Animation. Will ich auch noch hier die neue Blitz-Animation reinmachen. Okay, warte mal. Lol, okay, das sieht echt witzig aus mit dem Skin. Haben wir einen neuen Fußabdruck? Ich guck mal eben. Weiß ich gerade gar nicht. Boah, hier gibt's auch so Blitze. Machen wir einfach mal rein, Leute. Aber okay, Leute. Ich würde sagen, wir müssen natürlich jetzt den neuen Special Emote austesten. Deswegen, gucken wir mal. Gibt's hier gerade irgendeine nice Map, die wir zocken können? Es gibt hier legendäres Block Dash. Ich würde sagen, wir nehmen einfach mal teil am Turnier. Und hoffen mal, dass wir jetzt hier gleich einen kleinen unfairen Vorteil haben mit dem Emote. Weil ich meine, das, was ich bisher mir so vorstellen kann, ist halt wirklich, dass es so ein Schutzschild ist, was einen vielleicht irgendwie so unverwundbar macht, dass man halt nicht sterben kann oder so. Das wäre eigentlich viel zu OP, aber ich würde sagen, wir werden es einfach herausfinden. Indem wir jetzt hier im Blocktisch reingehen, ich würde sagen, wir sehen uns gar nicht wieder, weil es geht direkt schon los. Das heißt, Leute, macht euch bereit für den neuen Pac-Man Fossfield Schutzschild Special Mode. Ich habe keine Ahnung, wie ich ihn nennen soll. Wir haben auch hier direkt den neuen Skin und, Digga, wir sind der Einzige, ne? Wir sind wirklich der Einzige in der kompletten Lobby, der diesen Skin hat. Ey, der sieht so krass aus. Okay, ey, manche werfen ja auch so Blöcke rum. Ich muss hier erstmal ganz kurz ein bisschen grätschen. Erst ein bisschen zeigen, wer hier der Boss ist und dann gucken wir jetzt gleich mal, was der Special Mode kann. Ich würde sagen, wir zählen jetzt bis 3 und dann aktivieren wir ihn, okay? 1, 2 und 3. Ich habe ihn aktiviert, Leute. Okay, es ist irgendwie gar nichts passiert. Also, der ging auch relativ schnell vorbei. Vielleicht muss man ihn auch bei so Blöcken ausprobieren. Ich aktiviere ihn jetzt nochmal. Bin ich jetzt unver... Oh, warte mal. Bin ich unverwundbar gegen die Spikes? Ich wurde nicht so rumgeschleudert. Normalerweise, Leute, wird man ja so... wird man quasi so gedodged. Man kann sie nicht bewegen. Aber wenn ich ihn aktiviere... Was? Hä, nochmal, warte mal, ich aktiviere nochmal. Was? Nein, ey, das ist zu krass. Ey, okay, 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 das ist zu krass, das ist viel zu krass. Also, keine Ahnung, ob das jetzt nur auf Block Dash funktioniert oder ob das auch jetzt auf anderen Maps irgendeine Fähigkeit hat. Also, wenn man jetzt zum Beispiel auch auf Laser Tracer sich von Lasern berühren lassen könnte, das werden wir auch gleich wohl noch testen. Das wäre dann schon fast ein Bug oder ein Glitch, Leute. Aber ich meine, hier zumindest im Block Dash ist der Special Mode schon richtig ehrenlos. Also ihr habt es gesehen, ich konnte einfach gegen diese Spikes laufen und es passiert einfach rein gar nichts, Leute, ne? Ihr habt es ja gesehen. Also ich war wirklich unverwundbar einfach, ne? So, ich hoffe mal, dass wir jetzt auch hier direkt die Runde gewinnen. Ich muss auch erstmal wieder ein bisschen reinkommen, aber ihr seht auf jeden Fall hier mit Ball Mode und so, das habe ich auf jeden Fall nicht verlernt. Auch hier das Grätschen natürlich hier, zack. Oh, das war der falsche Emote. Aber egal. Ihr kriegt hier trotzdem nochmal eine Klatsche von mir hier. Mit der Bratpfanne hier. Bam!
Ich habe nicht getroffen. Warte nochmal. Hier, jetzt. Bam! Wir haben den Golden Ninja voll umgeboxt. Wir aktivieren gleich das Schutzschild nochmal. Guckt, hier sind Spikes. Ich aktiviere das Schutzschild und ich kann... Was? Man kann drüber springen. Das auch noch. Ey, es reicht, es reicht. Ich dachte, man kann sich nur dutschen. Man kann auch komplett drüber springen. Hier, guck mal. Bro, was? Okay, nein, stopp, stopp, stopp. Das ist zu OP. Das ist zu OP. Hier. Hä? Ich habe mich easy qualifiziert. Ich konnte einfach drüber. Man kann da so hochklettern mäßig. Ey, das ist zu krass, hä? Ey, ich bin so gespannt auf Laser Tracer, ob man durch Laser laufen kann, ne? Aber auf Block Dash ist es zu OP, Leute. Schreibt mal eure Meinung in die Kommentare. Aber das hat sich richtig gelohnt, hier nochmal eine Runde zu zocken, Leute. Einfach, um den Special Emote abzuholen. Also, ihr seid damit praktisch unsterblich. Ihr könnt damit theoretisch wirklich jeden, der den Emote nicht hat, den zieht ihr einfach ab, Leute. Ah, das ist zu krass hier. Hier, guckt es an. Einfach aktivieren, rüberspringen. Habt ihr es gesehen? Was ist das? So, ich nehme mal an, Leute, ich werde jetzt auch easy das Turnier hier gewinnen, weil ich bin der Einzige, der den Emote hat. Ich habe bisher hier niemanden gesehen mit dem Emote. Digga, was? Was ist denn jetzt gerade passiert? Wie habe ich das denn hinbekommen? Okay, also so sollte man den Emote anscheinend nicht benutzen. Ey, ich habe es gerade gesagt und dann verkacke ich einfach, ne? Es ist so schlecht. Aber okay, Leute, kommt. Ich würde sagen, es hat unnormal Spaß gemacht. Bevor ich das Video aber jetzt beende, wir müssen kurz auf Laser Tracer gehen. Ich will das jetzt wissen, ob man damit durch die Laser laufen kann. Okay, Leute, here we go. Wir sind auf Laser Tracer angekommen. Ich bin extremst aufgeregt. Ich frage mich wirklich, ob das funktioniert. Ich würde sagen, Leute, lasst uns hier gar nicht lang rumschnacken oder irgendwas rauszögern. Ich würde sagen, Leute, ich aktiviere jetzt den Laser. Junge, die ganzen Bots fliegen schon raus. Wir müssen uns beeilen. Jetzt oder nie. Aktivieren und... Oh, was? Ja, okay. Ich muss ehrlich sagen, das wäre auch ein bisschen zu OP. Aber das wäre auch schon krass gewesen, wenn man jetzt wirklich gegen alles unsterblich ist. Also, Leute, wir haben getestet. Also, du bist nicht unsterblich, aber du, man kann halt quasi von allen Hindernissen, die einen quasi wegbouncen. Aber gegen Eliminierungssachen, da halt nicht, ne? Hätte man sich auch denken können, aber okay. Ja, Leute, ich würde sagen, also das heute hat auf jeden Fall unnormal Spaß gemacht. Wenn ihr Bock auf weitere Stumbleguys-Folgen habt, lasst einfach einen Daumen nach oben da, kommentiert, abonniert, liked. Und ansonsten würde ich sagen, checkt noch eins dieser beiden Videos hier ab. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns morgen zur neuen Folge. Bis dahin, ich bin raus. Ciao.